Herzlich willkommen zur Pressekonferenz heute nach dem Spiel. 6:2 schlägt der EC Breiting die Schweinfurt Mighty Dogs, die Torschützen. Manni Eichberger, Anton Saal, Lubos Spiletny, Gordon Borberg, Michi Fröhlich und Martin Gut. Zu meiner Linken, das ist der Vertreter der Gäste, darf er gleich selber erklären. Der Coach ist nämlich nicht Stefan Steiner. Herzlich willkommen. In der Mitte, wie immer, die Vertreter der Medien für Radio Oberland, Werner Heuer und für alle möglichen Zeitungen. Da verliere ich mal ein bisschen den Überblick. Roland Heimel, herzlich willkommen. Und rechts von mir, wie gewohnt, unser Heimcoach, das ist Peppi Heiß. Sechs zu zwei klingt klar und deutlich. Ich denke, so deutlich war es nicht. Der Kampf seitens der Schweinfurter, damit kann man zufrieden sein. Die ersten Worte zum Spiel, Herr Steiner. Ja gut, wir haben im ersten und im zweiten Drittel gut mitgeführt. Nach der Situation in den letzten Wochen, die wir auch beim letzten Spiel gegen Bayreuth dann zu verkraften hatten, mussten wir auch kurzfristig handeln und den Trainer beurlauben müssen. Und diesbezüglich hat die Mannschaft heute gewisse Vorgaben bekommen. Aber wir haben in den Reihen was verändert, das hat sich auch ausgezahlt. Der erste Drittel war gut, haben wir gut gespielt, haben wir ein Tor geschossen. Zweite Drittel okay, langsam ging auch ein bisschen die Luft aus, dritte Drittel brauchen wir nicht reden, da waren wir einfach zu schwach und sind auch wieder durch viele individuelle Fehler dahin gekommen, wo wir nicht hinwollen. Aber wie gesagt, das kann man jetzt nicht überbewerten, nach dem, was wir in den letzten Wochen jetzt mitgemacht haben, was die Spieler, was das Umfeld betrifft, sage ich mal, war es vielleicht etwas zu hoch. Aber wir haben mitgehalten und wie gesagt, der EC Breiting ist jetzt nicht unser Gegner, den wir schlagen müssen. Wir müssen uns klar konzentrieren auf die Playdowns und da wird es zeigen, ob wir in der Oberliga verbleiben können. Wir gehen fest davon aus, aber das sind die wichtigen Spiele und danach richten wir uns aus. Dankeschön. Kurzer Pass auf die rechte Seite. Dein Statement, Peppi, zum Spiel heute. Ja, guten Abend alle miteinander. Ich habe gestern schon vermutet, dass da was passiert in Schweinfurt und habe mir schon meine Gedanken gemacht und heute im Internet habe ich gelesen, dass der Trainer dann nicht mehr da ist und da habe ich dann gewusst, es wird noch schwieriger, das Spiel für uns. Schwierig war es vorher schon, weil es ganz einfach heißt, der Letzte kommt und da schaut es oder sollte es immer ganz einfach laufen, aber so einfach geht es nicht. Wir haben uns in Schweinfurt auch sehr schwer getan, war ein Kampf und heute, ja, der Gegner wollte natürlich zeigen, wenn da sich im Team was verändert, dass sie doch mehr drauf haben, als sie in den letzten Wochen gezeigt haben und sind gut gelaufen, haben gut gekämpft. Für uns war das 1:0, was wir geschossen haben, ich sage ein bisschen ein Gift, das haben wir gemeint, das läuft jetzt ganz leicht und haben wir überall ein bisschen das Gas rausgenommen und wenn du dann nicht mit 100% spielst, sondern nur mit 95%, dann reicht es nicht. Aber das Positive ist dann wieder, dass wir da umschalten haben können, haben dann ab Mitte des Spiels dann an die Leistung angeknüpft, die wir die letzten Spiele gebracht haben und ja, das war ein verdienter Sieg. Die Fehler, die der Gegner gemacht hat, hat er nur gemacht, weil wir dann so Druck ausgeübt haben, weil wir wieder gut Schlittschuh gelaufen sind und ja, das ist einfach jetzt unser Spiel, das müssen wir weiter verfolgen und jetzt morgen erholen und dann geht es nach Freiburg, ist eine lange Fahrt. Und dann schauen wir, dass wir in dem Jahr das letzte Spiel auch gewinnen. Dankeschön, Peter Reis. Die aktuelle Zuschauerzahl schuldigen natürlich noch 711 Gäste am heutigen Abend. Dankeschön dafür. Fragen der Presse. Werner Heuer. Frage an den Gast. Sie haben von individuellen Fehlern gesprochen. Meinen Sie da das Disziplin oder haben Sie da was anderes im Kopf gehabt? Sicherlich liegt es auch an der Disziplin. Allerdings habe ich auch viele Schockfehler, so sehe ich es gesehen. Ich bin nicht der Trainer, ja. Ich bin hier der Mitabteilungsleiter. Aber das zieht sich auch bei uns wegen durch. Wie gesagt, das hat man dann auch gesehen. Sowas entscheidet Spiele, aber dieses Spiel nicht. Ja. Aber wir müssen halt daran arbeiten, wir müssen das in den Kopf kriegen, dass wir disziplinarisch da einfach erstens da was tun. Wobei die letzte Strafe habe ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen können, die 5 plus Spieler, man kann sie geben, aber wie auch immer, ist für uns schwierig. Jetzt haben wir 2 Spieler gesperrt für das nächste Spiel, auch nicht einfach in der jetzigen Phase. Aber wie gesagt, wir müssen generell an den individuellen Stärken der einzelnen Spieler
oder auch Schwächen arbeiten. Und ich glaube, da werden wir auch einen Weg finden jetzt ab nächster Woche. Und ja, dann sehen wir weiter. Das ist natürlich die Frage, wenn wir nächste Woche in Schweinfurt dann schon einen anderen Trainer erleben. Haben Sie da schon jemanden konkret im Auge? Heute vor dem Spiel habe ich mal mitbekommen, dieser Gedankengang mit Cannavale bei Nahem. Das ist ein Traum, oder? Es ist jetzt vielleicht, also das ist sicherlich nicht bei uns im Kopf, würde auch wenig Sinn machen. Wir haben was im Kopf, wir haben einiges im Kopf. Jetzt wird erstmal der Steffen Reiser, der sportliche Leiter, das Team die nächsten Wochen soweit betreuen und hoffentlich auch die richtigen Schritte einleiten. Aber dennoch klar, wir können jetzt nicht bis Ende der Saison mit dem Steffen Reiser das durchziehen. Wir wollen natürlich auch einen Trainer und wir haben auch nächstes Jahr einiges vor im Umfeld, also auch dementsprechend einen Trainer finden, der vielleicht auch fürs nächste Jahr für uns der richtige ist. Pepe, John Sitzinski heute wieder dabei. Überraschend für dich in der zweiten Reihe. Du hast ja die Stammformation der zweiten Reihe auseinandergerissen. Was war der Grund und wie hast du ihn heute gesehen, heute im Leistungsteam? Ja, irgendeine Reihe muss ich dann auseinanderreißen, wenn der zurückkommt. Aber jeder muss mit jedem spielen, habe ich immer gesagt, oder spielen können. Wir haben natürlich gehofft, dass es irgendwann einmal klappt mit dem John. Er hat dann jetzt jedes Training, hat er immer hinterher aufgewartet und am nächsten Tag, ob das Knie dann noch schmerzt, ob dann noch was kommt, ist immer besser geworden. Und er wollte jetzt nicht nur eine Woche dazwischen haben und haben wir gesagt, wir probieren es halt. Und das hat ganz gut geklappt. Ich habe mir aber jetzt noch nicht gefragt, ob er irgendwelche Schmerzen hat. Oder wir werden morgen früh dann sehen, was los ist. Und dann sehen wir mal das von Spiel zu Spiel und hoffen, dass er gesund wird. Und ja, dann haben wir eine Möglichkeit mehr, einen Überzahl. Dankeschön, Sien. Weitere Fragen? Roland Winterb. Werner auch? Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Besuch des heutigen Spiels. Nochmal der Endstand 6:2 gegen die Schweinfurt Mighty Dogs. Und bitte nicht vergessen, am 5. Januar EC Peiting gegen den EHC Freiburg. Das ist unser Family Day, verbilligte Eintrittspreise, großes Rahmenprogramm. Los geht's schon um 17 Uhr, Spielbeginn dann um 18 Uhr. Freibier, solange der Vorrat reicht und Prosecco für die Mamas. Also, wir sehen uns spätestens am 5. Januar, das wäre der Family Day. Und Dankeschön. Da hätte ich schon dran gedacht, lieber Werner, an unsere Diamond Cheerleader aus Schongau.